Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ihr habt mir wirklich sehr, sehr viele Clips eingesendet. Wobei ich dazu sagen muss, dass die meistens vielleicht gar nicht verstanden haben, ich wollte ja eigentlich witzige oder mysteriöse Clips haben von euch. Und die meisten von euch haben mir teilweise was mit Handy geschickt, das kann ich zum Beispiel nicht nehmen. Oder sie haben mir normale Feeds geschickt, Turn-ons oder was auch immer. Wenn ihr sowas auch haben wollt, dann auf jeden Fall mal einen Kommentar da lassen, dann lese ich mir das gerne durch. Dann sehe ich, wie viel Feedback das hat. Jetzt schon mal eine Bewertung da lassen für dieses Video, denn die Clips sind echt ganz witzig geworden. Das heißt, wenn ihr noch weitere lustige Clips habt, dann schickt mir die auf jeden Fall per Facebook. Der Link dazu ist unten in der Infobeschreibung, wenn ihr das Video unten aufklappt, ganz unten, da ist der Link zu meiner Facebook-Page, da könnt ihr mir eine private Nachricht schicken, da schickt ihr mir Hashtag Funny, einfach den ganzen YouTube-Link oder irgendwie einen anderen Link zu dem Video, wo ich es mir angucken kann mit der Stelle und was in dem Video passiert. Und natürlich auch, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann auf jeden Fall den Kanal bitte nennen, weil sonst habe ich das Problem, ich kann euch da nicht verlinken. Es kann sein, dass ich jetzt hier nicht die Leute verlinke, weil ich nicht genau weiß, wer was gemacht hat. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit den Clips. Es ist eine Top 5 geworden. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von dieser Serie sehen wollt, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen, würde mich echt freuen. Denn ihr seid auf jeden Fall gefragt, schickt mir so viele Clips, wie ihr habt, mir bitte gerne ein und dann starten wir auch gleich rein in die Top 5. So, bevor das Video jetzt startet, will ich nochmal ganz kurz Schleichwerbung für meinen Snapchat-Account machen. Ihr folgt mir jetzt auf Snapchat. Jetzt. Sofort. Tu es. Tu es. Tu es! I'm a G, but you know this. So, starten wir auch mit Platz Nummer 5. Und das ist der Clip von dem lieben Bossi, der mir es eingeschickt hat. Das ist ein eigentlich relativ witziger Clip. Auf jeden Fall, der Gegner hat eine relativ 100er Prezi, muss man ehrlich sagen. Man sieht es hier gleich und zack, ist er gestorben. Witzig ist, einfach mal die Nate genau auf den Kopf gesetzt und wie der rumspringt, extrem witzig. Auf jeden Fall ein richtig geiler Tod. Danke auf jeden Fall für die Einsendung. Und kommen wir auch nun mal zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 ist auch wieder ein ganz bekloppter Tod, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, wie man sowas hinkriegt, aber Black Ops 3 ist manchmal echt komisch. Auf jeden Fall rennt er hier oben in Nuketown wieder auch in das Haus rein, checkt auf jeden Fall gleich nochmal den Spawn und zack, ist er tot. Und man erkennt jetzt gleich in der Killcam, was eigentlich das ausgelöst hat. Auf jeden Fall die Range hier war unglaublich. Also normalerweise hätte er eigentlich gar nicht da hätte sterben dürfen. Ist aber auch egal, er ist gestorben. Platz Nummer 3. Und das ist auf jeden Fall wieder mal richtig typisch Call of Duty. Input Lag vom Feinsten. Er holt hier den einen, wird hier fast ungeschossen, rennt ins Haus rein und zack, fällt er einfach um. Und ich weiß nicht genau, als ich mir das, glaube ich, zweimal oder dreimal angeguckt habe, man sieht es hier so, keine Ahnung, er schießt auf den Gegner. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz im Replay ganz kurz an. Er ist oben im Haus, stirbt instant irgendwie zwischen zwei Wänden. Und wenn man sich jetzt die Killcam anguckt, der Gegner scufft hier rum, schießt auf den Gegner und wallbangt ihn des Grauens. Platz Nummer 2 geht an den lieben Orbtal. Er holt erstmal wieder den ersten und den zweiten weg. Natürlich, der Clip davor war auch von ihm, also dementsprechend sorry nochmal dafür. Er rennt hier, nimmt den Boost in Kauf und ist auf einmal hinter der Wand und dann stirbt er wieder. Ich weiß nicht, wieso er einfach mal stirbt, aber wir gucken uns mal die Killcam an. Er schießt durch den Boden und killt ihn. Ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall sieht er mal so typisch Call of Duty. Durch den Boden geschossen, er hat nicht anvisiert, auf jeden Fall ein ganz witziger Tod. Platz Nummer 1, meines Erachtens echt verdient, geht an den lieben Scrub Jump, ganz witziger Tod. Er springt hier auf der Map Breach, das ist glaube ich nicht Breach, was erzähle ich hier für einen Schwachsinn. Er springt hier rüber und wird dann einfach mal zurückgeboostet. Wer erkennt es hier nochmal in der Killcam? Der Fehler des Grauens vom Spiel auf jeden Fall. Und dann sind wir auch am Ende dieses Videos. Würde mich echt freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like da lassen würdet. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Wenn ihr also mehr Clips einsenden könnt, dann schickt mir die gerne per Facebook, per Privatnachricht. Schickt mir euren Kanallink natürlich auch, falls ihr mir das per Facebook schickt, dann kann ich euch verlinken. Wie gesagt, alle Leute, die das hier eingesendet haben, sind unten in der Reihenfolge in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht das gut, Jungs und Mädels. Haut da rein. Ciao. Ayo, drop that shit.